Aloha, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sandra Rehle, ich bin die Autorin der Gracewood Hall-Reihe und heute lese ich euch oder dir zum ersten Mal aus meinem aktuellen Buch Hochzeitsglück auf Gracewood Hall vor. Viel Spaß damit! Ein Freitag im Juli, Kapitel 1. Zum wiederholten Mal knallte ihr Kopf gegen die Kopfstütze und Melinda seufzte. Laut und deutlich, damit der Volltrottel von Farah auch mitbekam, was sie von ihm hielt. Wenn sie nicht bald ankämen, würde sie mehr als nur ein paar Tage Wellness brauchen, um sich in die strahlend schöne Braut zu verwandeln, die sie sich so oft in ihren Gedanken ausgemalt hatte. Wieder seufzte sie, leise diesmal. Wenn es nur doch schon endlich soweit wäre. Mitten in ihre Gedanken hinein piepste ihr Smartphone und das nicht nur einmal, sondern gleich fünfmal hintereinander. Ergeben nahm sie es zur Hand, nur um im selben Moment laut zu quieken. Erschrocken bremste der Fahrer scharf und sah sich hektisch um, denn sie musste ja wohl den Bären, der seit Wochen hier in der Gegend lebte, gesehen haben. Dass ein Fahrgast beinahe aus dem Sitz flog und das trotz des Sicherheitsgurtes bekam er gar nicht mit. Können Sie nicht aufpassen? Fuhr sie ihn an. Warum bremste dieser Idiot auf einer vollkommen leeren Straße? Womit hatte sie das nur verdient? Erschöpft und genervt ließ sie sich zurücksinken. Seine Entschuldigung, die er mit knallrotem Kopf und in seinem von Switzerdütsch gefärbten Englisch, von dem sie so gut wie nichts verstand, stammelte, nervte sie nur. Stattdessen widmete sie ihre Aufmerksamkeit wieder ihrem Smartphone. Ihre beste Freundin und Brautjungfer Candice hatte ihr Bilder geschickt, so wie sie es seit Monaten tat. Melinda zoomte sie beinahe zur Unkenntlichkeit heran, als das Gerät erneut piepste. Es war eine Sprachnachricht von Candice. Mindy, Darling, zwitterte es. Hast du die Bilder gesehen? Als ich die hier in Singapur gesehen habe, musste ich sofort an dich denken. Weiße Seidenzelte sind genau das, was du noch für deine perfekte Hochzeit brauchst. Wenn Georgina die sieht, fällt sie vor Neid tot um. Ganz deutlich war der hämische Unterton zu hören, den Melinda nur zu gut kannte. Ihr Herz begann wie wild zu schlagen und ihre Atmung wurde flacher. Als Candice weitersprach, troff ihre Stimme vor Spott. Du wirst es nicht glauben, aber sie hat tatsächlich eine Cinderella-Kutsche aufgetrieben. Sie wird jetzt in einem Kürbis zur Kirche fahren. Das musst du dir mal. Es wurde ganz kurz still, dann war Candice wieder zu hören. Mindy, Darling, ich muss los. Montgomery wartet auf mich. Im Hintergrund knallte eine Tür und Candice flötete noch ein Ich liebe dich, bevor die Nachricht abrupt endete. Kaum war Candices Stimme verklungen, brach in Melinda Hektik aus. Sie musste sofort mit ihrem Hochzeitsplaner sprechen. Fahrig tippte sie auf ihrem Handy herum, aber es ertönte tatsächlich ein Besetzzeichen. Verdammt, jetzt musste sie auch noch die Festnetznummer von Gracewood Hall raussuchen. Wieso telefonierte er? Sie musste wirklich augenblicklich mit Nigel sprechen, denn sie brauchte diese Zelte unbedingt. Gerade als sie die Nummer gefunden hatte, klingelte das Handy erneut. Es war Andrew, ihr Verlobter. Mit einem Lächeln auf den Lippen gab sie sich kurz der Vorstellung hin, er wäre hier und dass sie ihren Kopf an seine starke Schulter lehnen könnte. Du hast es dir anders überlegt, rief sie ins Handy und ließ deutlich ihre Freude hören. Babe, bist du gut angekommen? Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Das Meeting dauerte länger als gedacht, drang Andrews Stimme aus dem Lautsprecher. Kein Problem. Wenn du dann hier bist, haben wir genug Zeit, versicherte Melinda ihm und sah dabei entspannt aus dem Fenster auf die Straße, die sich mittlerweile in Serpentinen den Berg hinaufwand. Andrew atmete tief ein. Babe, das hatten wir doch schon. Ich kann jetzt hier wirklich nicht weg. Melinda setzte sich auf. Schatz, du brauchst ein paar Tage Ruhe genauso sehr wie ich, wenn nicht sogar dringender. Mel, Babe, ich weiß. Andrews Stimme nahm einen sanften Klang an und Melinda rann ein wohliger Schauer über den Rücken, wie immer, wenn er sie Mel nannte. Außer ihm tat das keiner. Für ihre Eltern und all ihre Freunde war sie seit dem Kindergarten Mindy. Trotzdem war sie enttäuscht. Sie hatte sich so sehr auf die gemeinsame Zeit gefreut. In den letzten Wochen hatten sie sich kaum gesehen. Andrew war entweder im Büro oder beim Sport, um sich von der Arbeit zu erholen, und sie selbst hatte mit der Hochzeit alle Hände voll zu tun, denn ständig tauchte ein neues Problem auf, das gelöst werden musste. Ich wünschte, es wäre anders. Aber wir haben ja unsere Flitterwochen, fügte er tröstend hinzu. Ich freue mich drauf. Sie merkte selbst, dass sie sich kindisch benahm, aber der Frust war zu groß. Sollte das jetzt den Rest ihres gemeinsamen Lebens so weitergehen? Dass er nie an ihrer Seite war, weil er immer irgendeine Deadline einzuhalten hatte? Sie hatte wirklich gehofft, dass er es sich anders überlegen würde. Mel, sei nicht sauer. Ich arbeite doch jetzt nur so viel, damit wir in den 3 Wochen wirklich ungestört sind.
Ich weiß. Ich vermisse dich nur so sehr, seufzte sie und schaute wieder hinaus. Du fehlst mir auch. Andrew, können wir später sprechen? Ich muss noch Nigel erreichen. Was ist passiert? Ich dachte, die Hochzeit sei fertig geplant. Sie vernahm deutlich die Mischung aus Besorgnis und Anspannung in Andrews Stimme. Ach, nur eine Kleinigkeit. Candace hat weiße Seidenzelte gesehen, die sich hervorragend auf dem Rasen machen würden, gab Melinda betont gelassen zurück. Dabei spürte sie, wie sich ihr Herzschlag wieder beschleunigte. Es waren nur noch 2 Wochen bis zur Hochzeit. Ihnen lief die Zeit davon. Mel, wollte er einwenden, aber sie ließ ihn nicht ausreden. Die sind wirklich wichtig. Sie werden der Feier erst den stilvollen Rahmen geben, den sie verdient hat. Den wir verdient haben. Es wird so sein wie in Der große Gatsby. Willst du nicht auch? Ich will dich heiraten, Melinda, weil ich mein Leben mit dir verbringen will. Ich brauche dafür weder Seidenzelte noch eine 6-stöckige Torte mit Blattgold. Aber Candace, versuchte Melinda einzuwenden, aber diesmal unterbrach Andrew sie. Candace hatte ihre eigene Hochzeit, Mel. Und genau deswegen kennt sie sich ja auch so gut aus, erwiderte sie leicht genervt. In den letzten Monaten hatten sie schon öfter darüber gesprochen. Auch Andrew seufzte. Bei ihm im Hintergrund wurde es lauter und beiden war klar, dass ihr Telefonat in den nächsten Minuten beendet sein würde. Babe, begann er und seine Stimme klang deutlich weicher. Ich liebe dich. Plane die Hochzeit, wie du es willst. Wenn du glücklich bist, bin ich es auch. Egal, wofür du dich entscheidest, ich bin der, der am Altar auf dich wartet. Melindas Groll schmolz augenblicklich dahin. Gott, wie sehr sie diesen Mann liebte. Er würde sie noch in schlammigen Gummistiefeln heiraten, wenn sie das wollen würde. Nicht, dass es jemals dazu käme. Ich liebe dich auch. Du wirst sehen, es wird fabelhaft, versicherte sie ihm mit mehr Selbstvertrauen, als sie spürte. Sie hatte keine Ahnung, ob es wirklich alles so werden würde, wie sie sich vorgestellt hatte. Selbstverständlich wird es das, lachte Andrew und ihr Körper vibrierte. Schatz, erhol dich gut. Ich muss jetzt los. Ich melde mich heute Abend. Ich liebe dich, meine zukünftige Frau. Ich liebe dich auch. Bis nachher. Ich, setzte Melinda an, doch dann war das Gespräch auf einmal unterbrochen. Ungläubig stellte sie fest, dass der Empfang zusammengebrochen war. Noch bevor sie sich darüber ärgern konnte, war er wieder da und Mindy beeilte sich, Nigel anzurufen. Gracewood Hall, Nigel in Bedford, hallo! Ich brauche Seidenzelte. Wie immer hielt sich Melinda nicht mit langen Vorreden auf. Er sollte schließlich ihre Stimme erkennen. Sie hatten in den letzten Wochen wahrlich oft genug miteinander gesprochen. Weiße, für den Empfang auf dem Rasen. Miss Miller? Fragte Nigel verwundert nach. Sie verdrehte genervt den Kopf. Was sollte die Frage? Er wird ja wohl ihre Nummer auf dem Display gesehen haben. Wer sonst? Jesus Christus vielleicht? Gab sie schnippisch zurück, redet aber gleich weiter. Ich will weiße Seidenzelte für den Empfang. Ich schicke Ihnen Bilder. Miss Miller, es sind nur noch 2 Wochen bis zur Hochzeit. Ich weiß nicht, versuchte Nigel höflich einzuwenden. Aber sie hörte dennoch, dass er nicht erfreut war über ihren erneuten Anruf. Ärger stieg in ihr auf. Schließlich war er der Dienstleister und sie die Kundin. Und außerdem zahlte ihr Vater ein Vermögen für diese Hochzeit. Da konnte er sich ruhig ein bisschen mehr anstrengen. Bevor sie Nigel daran erinnern konnte, wurde sie auf einmal auf ihrem Sitzplatz vor- und zurückgeworfen, weil dieser unfähige Fahrer eine Vollbremsung hinlegen musste. Der Sicherheitsgurt tat seinen Dienst, strafte sich augenblicklich und Melinda war wie festgeschnürt. Ah, sind Sie eigentlich völlig unfähig? Rief sie aus. Wie bitte? Entrüstete sich Nigel. Nicht Sie, er! Melinda zeigte mit dem Finger auf den Fahrer, bevor ihr bewusst wurde, wie unsinnig diese Geste war. Unwichtig. Sie schüttelte kurz den Kopf, während sie hektisch an dem Gurt zerrte, in dem vergeblichen Versuch, ihn zu lockern. Ich kenne den Termin, danke, entgegnete sie und warf diesem Fahranfänger einen mörderischen Blick zu. Am liebsten würde sie ihm eins überbraten, aber leider bekam sie nicht einmal genügend Luft, um Nigel ausreichend zu antworten. Ich sehe sie mir gern an und melde mich dann nochmal bei Ihnen, antwortete derweil Nigel deutlich um Geduld bemüht, was ihre gereizte Stimmung nur noch verschlimmerte. Die anderen Änderungswünsche habe ich umgesetzt. Alles läuft nach Plan. Ich habe Ihnen gerade eine E-Mail geschickt. Da der Gurt sich noch immer keinen Millimeter lösen ließ, schneidete sich Melinda kurzerhand ab und bekam endlich wieder ausreichend Luft. Großartig, dann ist ja hoffentlich alles geklärt, erklärte sie bestimmt und beendete kurzerhand das Gespräch. Sie seufzte laut. Diese Telefonate strengten sie jedes Mal ungemein an. Wer immer behauptet hatte, eine Hochzeit zu planen, würde Spaß machen, hat schlichtweg gelogen. Völlig erledigt ließ sie sich ins Polster zurücksinken und schneidete sich mit geschlossenen Augen wieder an. Es war ihr leider nur eine kurze Pause vergönnt, denn in diesem Moment klingelte das Smartphone erneut. Melinda öffnete die Augen nur einen Spalt breit, um zu sehen, wer denn jetzt etwas von ihr wollte. Es war ihre Cousine Mabel. Ihre Mutter hatte sie gezwungen, sie ebenfalls zur Brautjungfer zu machen. Dabei konnte Melinda sie überhaupt nicht leiden.
Wenn die mal nicht ihre Nase in irgendwelche Bücher hielt, blickte sie wie ein verwundetes Reh durch die Welt, als wüsste sie nicht, wie sie hierher gekommen war. Die ganze Familie vergötterte sie, weil sie so freundlich war und immer ein offenes Ohr für alle hatte. Insgeheim hielt Melinda das für eine besonders miese Masche von Mabel, ihren Willen durchzusetzen. Auch wenn sie nicht wollte, sie musste das Gespräch annehmen. Denn wenn sie es jetzt nicht tat, würde sich Mabel bestimmt wieder bei irgendwem die Augen ausheulen und im Endeffekt wäre dann Melinda die Gelackmeierte. Mabel, was für eine Überraschung! Was kann ich für dich tun? Flötete sie in ihr Handy und zog dabei eine Grimasse. Mindy, wie gut, dass ich dich noch erreiche. Ich weiß ja, du bist auf dem Weg in die Schweiz. Es ist nur so, ich weiß nicht, ob du schon mit deiner Mutter gesprochen hast. Mabel ließ den Satz offen, wie so oft. Es trieb Melinda in den Wahnsinn, als wenn Mabel es nicht über sich bringen konnte, die Wahrheit auszusprechen. So schwer war das ja nicht. Wieso, was ist passiert? Hakte sie daher nach, immer in der Hoffnung, schnell auf den Punkt zu kommen. Naja, so konnte man es auch nennen. Wobei eigentlich. Wieder verlor sich Mabels Stimme und Mindy allmählich ihre Geduld. Mabel, was ist los? Weswegen rufst du mich an? Melinda begann ungeduldig mit den Fingerspitzen auf ihrem Knie zu trommeln und spürte, wie sich ein diffuser Kopfschmerz in ihr breit machte und von innen auf die Augen drückte. Die Brautjungfernkleider sind angekommen, antwortete Mabel schließlich. Ja und, das sollten sie doch. Endlich mal etwas, das geklappt hat. Kaum hatte sie es ausgesprochen, machte sich in Melinda eine seltsame Ahnung breit. Ja, natürlich, sie sind auch wunderschön, wirklich. Es ist nur. Mabel holte tief Luft, um sich zu rüsten, dennoch kam nur ein Flüstern heraus. Sie sind lila. Melinda erstarrte. Was hatte ihre Cousine gesagt? Lila? Lila? Lila! Deswegen rufe ich an, ich wollte wissen, ob du dich für eine andere Farbe entschieden hast. Sprach Mabel weiter, aber Melinda war so vor den Kopf geschlagen, dass sie Mühe hatte, die Informationen zu verarbeiten. Lila? Wiederholte sie tonlos und mehr für sich. Es war eine Katastrophe. Candace hasste Lila. Sie hielt es für ordinär. Melinda glaubte schon, ihre Stimme zu hören. Nie im Leben würde ich so etwas tragen. Na ja, so ein wunderschönes Frühlingsflieder und ein zartes Lavendelblau? Antwortete Mabel dennoch und Melinda erwachte aus ihrer Starre. Wie bitte? Es sind mehrere Farben? Haben etwa alle Kleider eine andere Farbe oder meinst du einen Farbverlauf? Hakte sie nach. Doch statt einer Antwort von ihrer Cousine begann es auf einmal in der Leitung zu knarren. Mabel, bist du noch dran? Fassungslos starrte sie auf das Display. Hier war kaum Empfang. Mabel, hörst du mich? Schick mir ein Foto, ja? Mindy? Hallo? Knarzte es zurück. Ich bin dran. Ein Foto, Mabel. Schick mir ein Foto von den Kleidern. Sie schrie beinahe, aber die Leitung war tot. Sinnlos wedelte sie damit am Autofenster herum, aber leider verabschiedete sich auch der letzte Balken auf ihrem Smartphone und mit einem wütenden Fuck landete das nutzlose Gerät in ihrer Handtasche. Eigentlich fluchte Melinda nie. Sie war sehr stolz darauf, auch in herausfordernden Situationen ihre Eloquenz zu behalten. Aber heute war wirklich ein mieser Tag. Erst der beinahe Streit mit Andrew und nun das. Bloody hell! Warum konnte bei dieser Hochzeit nicht wenigstens eine Sache so laufen wie von Anfang an geplant? Wie schwer war es bitte, nougatgoldene Brautjungfernkleider zu schneidern? Wir sind gleich da, informierte sie der Fahrer mitfühlend und auf einmal stieg in ihr ein Anflug von Entsetzen auf. Sie hasste es, wenn das Personal wusste, worüber sie sprach, aber andersherum sie keine Ahnung hatte, wovon sie sprachen. Vielleicht hätte sie eine russische Prinzessin werden sollen. Denn dann würde sie niemand verstehen. Wer sprach schon Russisch? Außerdem war es ja wohl mehr als unangebracht, sie zu trösten. Schließlich hatte er seinen Teil dazu beigetragen, dass sie sich nur noch ins Bett wünschte. Bestimmt hatte sie überall blaue Flecken, so wie sie auf dieser Fahrt durchgeschüttet worden war. Wurde auch Zeit, antwortete sie daher kurz und mit so viel Kälte in ihrer Stimme, dass sie sich wunderte, warum keine Eisblumen an der Scheibe erschienen. Sie nahm sich vor, nie wieder in einen so kleinen Wagen zu steigen, der nicht einmal eine Trennscheibe besaß. Demonstrativ setzte sie die Sonnenbrille auf und wandte sich ab. Vorsichtig versuchte sie, die Schultern zu kreisen. Es war ein sinnloses Unterfangen. Sie war steif wie ein Brett. So mussten sich 80-Jährige fühlen. Es schmerzte so sehr, dass ihr die Tränen in die Augen schossen. Also ließ sie es sein. Sollten sich die Masseure darum kümmern. Wofür hatte sie schließlich diesen Urlaub geplant? Gebucht. Sie hat den Urlaub gebucht. Das war ein Ausschnitt aus dem ersten Kapitel von Hochzeitsglück auf Gracewood Hall, in dem es um Mindy Miller geht, die monatelang, wie wir erfahren haben, die Hochzeit mit dem schwerreichen, aber unglaublich attraktiven Andrew Crawfield plant. Und
ist sie in der Schweiz angekommen. Sie hat kein Handyempfang, was eine absolute Katastrophe für sie ist. Und ja, wie es weitergeht, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, musst du dranbleiben, das Buch kaufen. Überall, wo man Bücher kaufen kann, ist es bestellbar, das Taschenbuch und als E-Book. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir gefallen hat, was du denkst, wie es weitergeht. Und ja, lass mir einen Daumen hoch da. Bis dann.